Hallo Leute, willkommen bei diesem Slime-Video. Heute teste ich diesen Bastelleim aus dem Teddy, ob der für Slime geht oder nicht. Das habt ihr euch schon lange gewünscht und jetzt will ich den mal austesten. Ja, ich probiere erstmal aus, ob der überhaupt für Slime geeignet ist. Dazu gebe ich ein bisschen davon in so ein kleines Schüsselchen. Dann kommt eine Prise Natron dazu. Und dann Kontaktlinsenlösung. Ja, das fängt schon an zu slimen, das ist gut. Ja, ich würde sagen, es geht. Also kann ich einen etwas größeren Slime damit machen. Für diesen Slime nämlich 2 Flaschen von diesem Bastelleim, das sind 200 Milliliter, 2 Gramm Natron, Farbe, Rasierschaum und Kontaktlinsenlösung. Die Zutatenliste findet ihr auch in der Infobox und auf meiner Webseite slime-diy.de. Übrigens, über ganz unterschiedliche Slimes habe ich schon mehrere Videos gedreht. Am Ende dieses Videos und unten in der Infobox findet ihr einen Link zu diesen Videos. Erstmal gebe ich den Kleber in die Schüssel. Dann kommt das Natron dazu. Bei uns in der Küche, wo ich die Slime-Videos drehe, ist es inzwischen übrigens 30 Grad warm. Wie an vielen Stellen überall zurzeit. Und dann geht das Slime-Machen gar nicht so einfach. Die Slime werden dann einfach nicht fest und bleiben dauerhaft klebrig. Darum habe ich jetzt die ganzen Zutaten erstmal in den Keller gestellt, damit die kühl sind. Und sogar die Schüssel hatte ich kurz im Kühlschrank. Und ich hoffe, dass der Slime dann damit funktioniert. Also wenn bei euch im Moment die Slime nicht funktionieren, also mit im Moment meine ich, jetzt, wo das Video neu ist, im Hochsommer, wo es so richtig heiß ist, dann liegt das an der Hitze. Dann könnt ihr es auch mal mit gekühlten Zutaten versuchen. Und ich dachte mir, eine Farbe, die an Schwimmbad erinnert, ist zurzeit gerade richtig. Und jetzt kommt der Rasierschaum dazu, damit es ein schöner Fluffy Slime wird. Die Rasierschaummenge mache ich so nach Gefühl. Und jetzt kommt die Kontaktlinsenlösung dran. Hier verwende ich die preiswerte Kochsalzlösung vom DM und hier oben verlinke ich euch meinen großen Kontaktlinsenlösungstest. So, jetzt lasse ich den Slime mal etwa eine Viertelstunde ruhen, damit sich die Zutaten gut miteinander verbinden können. So, jetzt schauen wir mal, wie der Slime so geworden ist. Fühlt sich gut an. Ja, der könnte fast schon so gehen. Ich werde ihn mal eine Weile kneten. Ein schöner Slime. Wunderbar. Dass er jetzt noch ein bisschen klebrig ist, führe ich auf die hohen Temperaturen zurück. Ich lasse den mal lieber so, denn wenn die Hitzewelle vorbei ist, wird er sonst steinhart. Ja, also wie man sieht, kann man mit diesem Kleber einen schönen Slime machen. Ganz prima. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und gutes Gelingen. Bezugsquellen zum Video findet ihr in der Infobox. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal.